Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Outer Worlds. In der letzten Folge haben wir mit Parvati gesprochen und Sublight angeguckt und Halcyon uns angeschaut und haben herausgefunden, dass Parvati so einen kleinen Crush hat, der vielleicht sogar auf Gegenseitigkeit ich habe das Wort vergessen. Beherrscht ist falsch. Beruht. Ja, eins von beiden, ne? Wir wollen mal mit dem Vika reden. Got it. His name is Reginald Chaney, and he joined a Sublight Salvage Crew. Only he's not listed on the return manifest. Must have made landfall somewhere he wasn't supposed to. Ah, yes. Here. There's a domicile on Monarch in Fallbrook, rented to the same bit card he used to buy his seat on the salvage ship. I should have guessed. What better place to lay low if you wish to avoid the authorities? Du hast einen Moment gezögert. Was verschweigst du mir? Oh, it's nothing. I suppose I really didn't have much faith in actually finding him. Was a bit of a long shot, wasn't it? Naja, aber das scheint mir alles ein bisschen verdächtig. I admit it was a bit of a long shot, but when you've spent as many hours as I have in contemplation of the universe's secrets, you sometimes get a sense for these things. Ah ja, gut zu wissen. Ganz traue ich ihm noch nicht. What the fuck? Felix' Tagebuch. Dachte mir, ich schreibe mal meine Gedanken auf, nur falls ich irgendwann den Verstand verliere. Nur, dass da nichts drin steht, ne? What the fuck? Was ist das? Loblied der Brandstiftung. Dieses geschmuggelte Essays-Sammlung anonymer Anarchisten ruft zur völligen Zerstörung der Konzerngesellschaft und ihren Mitteln zur Unterdrückung auf. Sie sieht nicht so aus, als wäre sie je aufgeschlagen worden. Naja, wenigstens das. Jägerin der Abtrünnigen. Sonderausgabe. Wird es Agent Kahn gelingen, die hilflose Auntie Cleo aus den Klauen der Wochenender zu befreien? Nö. Einfach nö. Das sieht ja cool aus. Gewalt ist nicht die Antwort, Gewalt ist die Frage. Die Antwort lautet ja. Aha. Aha. Ist klar. Ist klar, mein Freund. Wo bist du denn eigentlich, Mr. Felix? Hallo? Das ist also die Groundbreaker. Sieht cool aus. Make yourself at home, Captain. Ja, würde ich auch gern, wenn ich wüsste, wo dieser Felix rumhängt. Weil da hinten... Ach, da ist er. Na, renn doch nicht weg! Spielst du gerade Verstecken mit mir oder was ist los? Kollege. Hey, wir müssen reden. Good to see you, boss. Also, wie bist du auf die Groundbreaker gelandet? Didn't I tell you? I'm secretly the chairman's orphan child. Abandoned at birth in the back base. Ja, ist klar. Und du wurdest von einem Rudel Spreads aufgezogen, ne? That's right. Can't get anything past you, boss. Honestly, before you pick me up, I was living in the back bays. Spent my whole life up there, watching ships roll in and take off. Always wondered when my ship would come. I was what folks on the Groundbreaker call a stowaway. Means I was invisible. Life carried on for everybody else, but not for me. I had to make my own way. Okay, blinder Passagier? That's what they called us. Orphans with no family, no company to take us in, nowhere to go but the back bays. The word's a touch kindlier than Rungleech, but the meaning's just as clear. If you can't support your own self, you don't deserve to be on the Groundbreaker. Und wie hast du es geschafft zu überleben? Same way we all do. Look for work and hope somebody would give me a shot. Hauling boxes was about the only work I could find. Hated every second of it. Foreman and I never got on. Und dann der Vorfall mit dem Wurfbeischläger, richtig? Could be I was overreacting. A better man might have turned the other cheek. Exercised a little bit of that, what's the word? Restraint. But on the other hand, broadsiding the jackass with a tossball stick, that felt good. That felt real good. You ought to try it. Hättest du das nicht irgendwie, ich weiß nicht, diplomatisch angehen können? Yeah, I mean, in theory. But I wouldn't have felt half as good. I caught a real lucky break. If you hadn't picked me up, I'd still be back at the docks, waiting for the day my ship arrives.
Tja, Felix, mal ganz im Ernst. Wenn ich dich nicht mitnehme oder mitgenommen hätte, dann wärst du jetzt im Gefängnis. Oh yeah. I had a prison cell back on the Groundbreaker. Carved my name on the wall. I wonder if it's still there. Thanks for listening, boss. Let's get going. Das wird noch lustig mit ihm. Ich guck mal ganz kurz, was wir so an Missionen zu tun haben. Und ich sehe gerade, wir haben noch ein paar Punkte für die Leute. Waffen aus der ja, das können wir später machen. Das hier wäre interessant, ne? Das Relais schon mal hinzukriegen. Sieh dir die Aufnahme des Notsignals auf dein Schiff an. Okay. Das ist interessant. Jemand in Roseway, einen angeblich verlassenen Außenposten von Auntie Cleo, bittet um Unterstützung. Und die Skila. Ich glaube, das werden wir auch erstmal machen, diese Nebenaufgaben, weil die anderen, ich glaube, mit ihr werde ich erst reden, wenn ich mehr Ruf habe auf der Groundbreaker. Das heißt, wenn ich hier die stummen Stimmen fertig kriege. Säurereiniger finde ich woanders, nicht irgendwo, wo ich jetzt hinkomme. Ja, das werde ich nächstes Mal machen, wenn wir zu Lost Hope, zur Groundbreaker kommen. Und nach Monarch kommen wir ja später. Ne? Später. Deswegen würde ich jetzt sagen, als erstes die stummen Stimmen. Und als nächstes, nein Handy, ich will nichts von dir, danke. Als nächstes werden wir mal gucken, was hast du denn für eine Waffe? Du hast einen Granatwerfer und einen Wurfbeischläger, das ist in Ordnung. Ich werde dich mal hier investieren, weil ich glaube, das könnte sehr praktisch werden, erstmal. Und auch bei dir erstmal die persönlichen Sachen hier machen. Ja, ich glaube, die persönlichen Sachen erstmal hochzupacken ist das Beste. Und dann ab zum Relay, würde ich sagen, ne? Dass wir erstmal uns darum kümmern, damit wir ein bisschen besser bei der Groundbreaker drinne stehen, dran stehen. Ich weiß nicht. Die Frage ist halt, ich gehe mal ganz kurz an den PC hier nochmal. Aktuelle Nachrichten. Oh, es gibt neue Nachrichten. Von Blaine. Ich wollte nur Bescheid geben, dass ich den Rest von Du weißt schon was an Du weißt schon wen gegeben habe. Tut mir leid, wegen der Geheimniskrämerei. Man weiß ja nie, wer hier so alles mitliest. Ich möchte mich dafür bedanken, dass du mir deine Zeit geschenkt hast. Du hast Kopf und Kragen riskiert, als du dich in das Versammlungszentrum begeben hast. Ich bin dir wirklich dankbar, aber ich würde es trotzdem begrüßen, wenn du niemandem etwas davon erzählen würdest. Ich merke meinen Job und würde ihn auch gern behalten. Gut, machen wir. Dann habe ich noch von Tennyson. An Parvati von Junlei. Ach, ich kann die auch lesen. Ist ja geil. Okay, so etwas mache ich eigentlich nicht. Ganz und gar nicht, aber gut. Da war diese Maschine mit diesem wundervollen Klang. Ein Brummen, ein Zirpen, ein traumhafter Gesang. Doch nun hustet und prustet sie, denn irgendwas hängt fest. Diese grässliche Blockade gibt ihr noch den Rest. Was soll dieses Maschinchen nur tun? Und dann kommt diese Frau, die Zange ihr Accessoire. Mit kunstvoller Frisur und glänzend, seidig, schwarzen Haar. Sie spürt ein Ruckeln und Poltern in der Kaltluftzuführung. Die Maschine bebt, denn sie will sie berühren. Was soll dieses Maschinchen nur tun? Ich, habe noch 5 weitere Strophen geplant, aber ich habe ein paar Schwierigkeiten mit einigen Reimen. Also melde ich mich dann wieder später. Ist das süß. Okay, wegen unserer Unterhaltung. Wir sprachen von alten Freunden, weißt du, und da musste ich plötzlich an Isabel denken. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht hat. Wir waren chaotisch. Gut chaotisch, aber dennoch chaotisch. Ich bin jetzt ein besserer Mensch, als ich damals war. Ich wollte, dass du das weißt. Auch wenn ich zu viel von den alten Familienrezept trinke. Du bist echt ziemlich toll, Parvati. Sandgrundel. Autokorrekt. Was soll das? Ich hau dich klein. Kenne ich. So müde, vielleicht mache ich kurz die Augen. Ja, nee, autokorrekt kapiere ich. Ich dachte, ich muss die Datei da einspielen, aber vielleicht muss ich das bei Ada machen. Ich spreche nochmal mit Ada, bevor wir losgehen. Welcome back, Captain. How can I be of assistance? Tja, ich habe hier sowas. Was weißt du über die Robotereinheit, die in der Abstellkammer verstaubt? Ich habe die so entdeckt, ne? The unit is a cleaning Sam. Hawthorne brought it on board some cycles ago, I'm sure with the intent to modify it. But I've never seen it up and running.
Alex likely recorded progress notes detailing his efforts to modify Sam. If you check the terminal in your captain's quarters, we may be able to determine what work remains in order for Sam to properly operate. Ja, ich habe da schon ein bisschen was gehabt. Ich habe diesen Notruf erhalten. Kannst du ihn für mich abspielen? Yes, Captain. Beginning playback now. There's viscera and death everywhere. Gunfire, gnashing teeth. The unemployed. For law's sake, if anyone's receiving this, please send help. What? No! Captain, we are now capable of accessing the Roseway landing pad. Also, corporate protocol requires that all distress signals include a list of key personnel for retrieval. The embedded names are Anton Crane, Von Cortez, and Orson Shaw. Okay. Hast du eine Minute? I have lots of minutes. Many minutes. Unlimited minutes, perhaps. Providing an adequate power source, I can function indefinitely. Was würde passieren, wenn du keine Energiequelle mehr hättest? I prefer to think of it as being in a state of slumber, perhaps for an indefinite duration of time. Do you think that is what it's like for the colonists on the Lost Hope? Sagen wir es so, ich war da und ich schätze schon. When I simulate myself in such a scenario, I do not find it to be desirable. I think my self-preservation protocols incline me to desire the alternative. Yep. Und die wäre? Traveling the system with you, Captain. Ach, das klingt süß. Was hast du denn... Was ist mit deinem letzten Captain? Vermisst du ihn? Oder ist ein Captain so gut wie jeder andere? Do you know what it feels like when the ship undergoes an unexpected power surge? A jolt to the system. I have felt that. I do feel that. As you may be aware, Captain Alex Hawthorne was a smuggler of some repute. I failed to predict the likely outcome of his reckless behavioral patterns. I should have predicted that. In our travels together, Alex liked to pass time by, as he called it, tinkering to improve my design. Gibt es denn oder gab es mal andere Captains? If you mean, was Captain Hawthorne my first? Yes, he was. Aha. Lass uns mal über was anderes reden. How can I be of assistance? Sie scheint so ein bisschen... May luck be with you. Of course, as I am sure you are aware, luck does not exist. But it seems to comfort humans to believe they possess good quantities of it. Es scheint wirklich zu sein, dass sie so ein bisschen self-aware ist. Wir haben so viel Neues, ne? Monarch, einer der vielen Körper der Olympus umschwören, ursprünglich als zweite bewohnbare Welt von Halcyon gedacht, musste dieser Mond vom Vorstand wegen monströser und gefräßiger Kreaturen aufgegeben werden. Klingt doch super. Nein, wir müssen einmal zu Terra 2, wir müssen einmal zum Relay und irgendwann noch zu Skylla. Skylla werden wir aber später machen. Erstmal jetzt das Relay, wie gesagt. Und da wollen wir hin. Da ist es also. Ja gut, dann wollen wir mal los. Ich würde gern auf jeden Fall Parvati mitnehmen und den Vika mal zu Hause lassen, dafür den Felix mitnehmen. Da sind schon Feinde, wird mir angezeigt. Das werden wir gleich herausfinden. Ich weiß jetzt auch nicht, was wir hier haben. Einen versperrten Raum und Roboter. Wir haben Roboter hier. Ey, Leute. Ich weiß nicht, wie sehr mir das gefällt. Ich weiß aber, dass wir uns hier ganz genau umgucken. Und mitnehmen, was wir können. Was haben wir hier? Einheitenstatus anzeigen. 6 Einheiten zur Patrouille angewiesen. Bei Sichtkontakt töten. Okay, wir brauchen den Alexander J. Frey. Dann können wir die Sicherheitsroutinen... Obwohl, warte mal. Aufladezyklus starten. Und jetzt gehen die alle wieder zurück auf ihre Aufladestation. Das ist geil. Und sie werden nicht mehr als Feinde angezeigt. Das ist super. Das ist sehr, sehr schön. Was haben wir denn hier? Freys Tagebuch, ein wunderschöner Traum. Letzte Nacht habe ich geträumt und es war wundervoll. Die
Die Straßen von Byzantium waren dekoriert mit scharlachroten Bannern, die in der Brise lachten. Sie baten mich, sie zu nehmen, sie meinen Liebsten zu geben. Ich nahm das Rot in meine Arme, fühlte mich so lebendig, so glücklich. Ich wandte mich um und sah Delilah neben mir. Ich frage mich nicht, warum meine Vorgesetzte hier war, mit Augen voller Emotionen, von denen ich wusste, dass sie sie hat, obwohl sie auf der Arbeit sie nicht zeigen darf. Ich legte das Rot um ihren Hals, wickelte es dicht wie ein Schal an einem kalten Tag. So wunderschön. Dann öffnete das Rot um ihren Hals sich wie ein zweiter Mund und begann zu schreien, zu kreischen. Als ich erwachte, hatte ich Angst. Die Träume scheinen jetzt so real. Und dieses Mal habe ich ein Gesicht erkannt. Ich musste heute die Arbeit früher verlassen. Jedes Mal, wenn ich Delilah sah, hörte ich ein Flüstern in meinem Geist. Wie wunderschön sie mit dem Rot um ihren Hals aussehe. Um ihren Hals. Das muss aufhören. Das bin nicht ich. Das werde ich nicht sein. Ich muss Hilfe suchen. Da kommt mir vor wie so tendenzielle psychische Störung. Ich muss da unbedingt rein. Wir gucken uns weiter um. Fallen. Auf Fallen habe ich jetzt gar keinen Bock. Das kann ich auch gar nicht so ausmachen. Einfach so. Aber ich kann dran vorbei. Was haben wir denn hier? Noch mehr Fallen. Ich weiß nicht. Kann ich diese Falle einfach... Ich glaube, ich kann die nicht einfach irgendwie... Nee. Ich müsste sie zerschießen. Und das möchte ich tatsächlich gar nicht machen. Kampfdrohne, Roboterwächter. Es war sehr gut, dass wir die zum Aufladen geschickt haben. Weil sonst hätten wir jetzt ein Problem gehabt. Eine Spitzhacke. Freys Tagebuch. Flucht. Ich muss ein neues Tagebuch anfangen. Wenn ich die früheren Einträge lese, höre ich das Flüstern, wie es mich versucht. Versucht? Das Flüstern hört nicht auf. Bei jedem Menschen, den ich sehe, höre ich das Flüstern. Ich soll ihnen helfen, helfen, helfen. Es zeigt mir den Schmerz, die Sehnsucht hinter ihren Augen. Es sagt mir, wie diese Menschen die Gaben, die ich geben kann, wollen. Wie sie sie brauchen. Nur ein paar Augenblicke mit einer Klinge wären nötig. Eine heiße, helle, hungrige Fontäne aus Rot. Ein Fest für die Augen und all ihr Schmerz wäre vorbei. Ich könnte es tun. Ich weiß, wie ich ihnen helfen kann. Es wird schwieriger, mich abzuhalten. Ich war heute bei einem Freund, einem alten Freund, der jetzt als Arzt für Auntie Cleo arbeitet. Ich habe ihm von meinen Träumen erzählt. Nicht so genau natürlich, oh nein, so närrisch bin ich nicht. Ich sagte, es ginge um ein altes Buch und meine Träume und das Flüstern wären Dinge, die einer Figur darin passierten. Ich fragte ihn, wie er der Figur helfen würde. Er sah mich an und er wusste es. Er wusste es. Er wusste es! Das Flüstern sagte mir, ich sollte seinen Schmerz beenden, dass er es sonst verraten würde. Er würde mich verraten. Ich stand auf und bin schnell gegangen. Ich habe ihm nicht wehgetan. Nicht wehgetan. Nicht wehgetan. Ich muss raus aus Byzantium. Er wird es verraten, verraten, verraten. Dann holen sie mich und schließen mich weg. Ich muss einen geheimen Ort finden. Ein Ort, an dem ich allein sein kann. Ein Ort ohne Flüstern. Oh, sag bloß, das hier ist dein Ort. Weil dann bist du gar nicht mehr so ganz allein. Das wäre uncool. Wir könnten da lang, aber da ist eine Mine. Wir könnten aber auch einfach hier hinten lang, oder? Oh, und finden hier noch einen Dietrich. Ja, seid doch noch lauter, Mann. Was? Focusitol-Kapsel, Amphetamine in praktischer Pillenform. Scharfschütze, kritischer Schaden plus 15%. Für 20 Sekunden. Ja, 20 war schon richtig. Noch sehe ich keinen Feind. Also außer halt die Roboterwachen, aber die laden halt alle. Die sind alle gechillt. Und solange die gechillt sind, brauche ich mir auch keine Gedanken machen. Die ganze Munition nehme ich natürlich mit. Aber der Rest ist so... brauche ich nicht wirklich. Was haben wir hier? Die Quelle. Das Flüstern hat eine Quelle und ich habe sie gefunden. Ich habe mir eine Zuflucht auf einer Relaisstation gesucht.
die ist fast kleiner als eine Arbeiterhütte. Kaum ein paar tausend Quadratmeter. Aber ausreichend für meine Zwecke. Ich konnte Byzantium mit genug Bits entkommen, um mir meine Vorräte für Jahrzehnte zu beschaffen. Es war so seltsam, auf der Groundbreaker unter gewöhnlichen Leuten zu stehen. Das Flüstern war fast still, regte sich nicht angesichts ihrer unernährten, vernarbten und dreckigen Körper. Wenn nur weniger Frachter dort andocken würden, die echte Menschen aus Byzantium bringen, hätte ich mich dort ansiedeln können. Frei von aller Versuchung. Frei. Frei. Als ich diesen Ort bewohnbar gemacht habe, soweit es denn ging, habe ich das Flüstern aus dem Relais-Terminal gehört. Es sagte mir, den Stimmen zuzuhören, die durch den Äther reisen, um mich zu erreichen. Wie sie mir zurufen, ihnen zu helfen. Wie sie allein sind, einsam, meine Hilfe brauchen. Ich habe eine Möglichkeit gefunden, den Transmitter abzuschalten. Keine Stimmen mehr im Äther und kein Flüstern. Es ist stumm, stumm, stumm. Das war gar nicht ich. War es nicht. Nicht. Ich bin nicht dieses schreckliche Ding, das ich so lange gefürchtet habe. Es waren die Stimmen aus dem Äther, für die ich anderen wehtun sollte. Aber ich war stärker als sie und ich habe sie bezwungen. Sie bezwungen, sie bezwungen. Ich habe schon Pläne geschmiedet, um nach Hause zurückzukehren. Jetzt, wo alles Flüstern bezwungen ist, kann ich endlich wieder leben. Ich kann es kaum erwarten, zurückzukehren. Ich vermisse meine Familie und meine Kollegen so sehr. Ganz besonders Delilah. Die Frage ist ja, ob er jetzt schon zurückgekehrt ist oder ob wir ihn hier nochmal treffen. Weil das würde mich persönlich sehr interessieren. Eine Hausmeistereinheit. Schön. Ob wir nochmal auf ihn treffen oder ob wir einfach ihn quasi in Byzantium wieder aktivieren, so doof es klingt. Ein Flammenwerfer. Nein, wir werden ihn nicht mehr... Also wir werden ihn treffen, aber er hat schon was anderes getroffen. Und wir haben eine, ich glaube, einzigartige Waffe gefunden. Bin mir gerade unsicher. Egal, wir kommen hier rein. Schauen uns schön um. Machen währenddessen mal die Türen auf. Ich glaube schon. Er hat eine Automag-Pistole. Relais-Kontrollterminal-Code und die Stille. Verzeih mir. Ich hatte Unrecht, Unrecht, Unrecht. Das Flüstern hat nicht aufgehört. Nicht, nicht. Es ist zurück. Es heult, heult, heult vor mir und verlangt, dass ich die Straßen in Rot trinke. Hellem Rot. Wunderschönem Rot. Ich weiß nur einen Weg, es zu beenden. Beenden, beenden. Verzeih mir, Delilah. Yep, er wurde verrückt. Er wurde immer verrückter. Relais-Transmitter aktivieren. Nicht übereilte Nachrichten im Cache-Speicher entdeckt. Diese Nachrichten werden auf ein physisches Speichermedium runtergeladen. Gut, das haben wir dann geschafft, ne? Oh, falsche Taste. Da. Verlassen. Und somit haben wir das hier auch geschafft. Good, you're back. Not that I missed you. I assure you, I am not capable of such emotional capacity. Ich will mal ganz kurz gucken im Inventar, weil ich glaube, wir haben nicht nur eine, sondern zwei einzigartige Waffen. Nein, haben wir nicht. Ungeziefer ist einfach nur eine normale Handfeuerwaffe, die aber gar nicht schlecht aussieht. Ich meine, Stufe 14, ja. Aber wir haben hier die Stille, die möchte ich mir mal ganz genau angucken. Ich weiß nur gerade nicht. Da mit Rechtsklick. Das sieht ja krass aus. Die sieht krass aus. Mit Stille lassen sich deine Gegner in fast absoluter Stille von ihrer... von ihrem Lebenssaft erlösen. Boah. Ich will mal ganz kurz ans Terminal gehen. Vielleicht können wir ja diese Nachrichten lesen. Nein, können wir nicht. Oh, ich drücke immer die falschen Tasten. Mann. Dann würde ich sagen, alles, was wir jetzt noch tun, ist quasi gar nichts mehr, tatsächlich. Weil in der nächsten Folge werden wir zurück... Na, ich kann ja schnell hinreisen, wenigstens. Werden wir zurück zu Edna gehen, ihr sagen, ey, guck mal hier. Hier sind die Nachrichten, die du gewollt hast. Und dann mit Parvati noch ein Trinken gehen. Ja, ich glaube, das ist ein Plan. Bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Nacht. Und wir sehen uns in einem der nächsten Videos.